Callum Patterson nicht aufgestellt. Also eingewechselt wird er nicht. Soweit ich mich erinnern kann. Ja, wenn du meinst, du kannst meinen Job besser, dann versuch's mal. Dann würde es mich wundern, wenn wir da noch gegenseitig irgendwas reißen könnten. Bua Ben wurde natürlich eingewechselt. Also im Prinzip ist es auch so, dass so eine Frage immer doppelt kommt. Ne? Erst kommt einer, der nicht eingewechselt wurde, und dann eben das Gegenteil. Fußballmanager in der Situation dann gut ausrechenbar, aber ist auch klar nach gefühlten 2000 Folgen mittlerweile. Und das Spiel ist ja mittlerweile auch 200 Jahre schon alt. Inverness. Inverness und wahrscheinlich dann auch gegen Kollege Öztürk, der jetzt natürlich gute Laune haben wird, gute Form. Celtic kann den frühen Vorsprung über die Zeit retten. Also das war das, was wir nicht geschafft haben. Zuletzt. Ich glaube, das war gegen den FC Dundee, wo wir auch ganz früh in der ersten Minute das Tor gemacht haben. Celtic hat es dann eben besser gelöst. So, ich muss mal kurz gucken, was da so stand. Nicht mehr viel. Kosic. Ah, jetzt haben sie anscheinend doch den Trainer rausgeschmissen. Die Kollegen von Hamilton. Ja, sie sind jetzt nicht mehr hinten. Jetzt haben sie 19 Punkte. Aber guckt euch das an, es sind immer noch 10 auf Coden Beath. Also das glaube ich nicht, dass sie es schaffen. Da können sie noch 10 Mal den Trainer auswechseln. Da können sie auch 10 Mal den Magath dahinstellen, ne, der die Leute mal auf links zieht. Aber ich glaube nicht, dass der da 10 Punkte holen würde. Aufholen würde. Es gab mal Zeiten, da fand ich Magath gar nicht so schlecht. Als er in Hamburg war damals. Ist schon ewig her. Also Trainer natürlich. Ne? Dann hat er Spieler natürlich mit großen Erfolgen bei Hamburg nachher auch als Trainer dann. Aber ich denke mal, danach ging es eigentlich nur noch abwärts. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass er mit Stuttgart Meister geworden ist. War das? Ist der mit Stuttgart? Nee, ist er nicht, oder? Nee, das war der Fee. Wer ist denn? Der ist mit Wolfsburg Meister geworden. Stimmt. Stimmt. Mit Wolfsburg und natürlich auch mit den Bayern da, glaube ich, das Double geholt. Trotzdem war das meiner Meinung nach schon eine Zeit, wo es dann abwärts ging. Weiß ich nicht, kann jetzt auch subjektiv sein, aber hat dann nachher nie mehr so wirklich sich durchsetzen können. Vielleicht auch einfach, weil die Medien da zu viel reinquatschen. Aber eigentlich darf man sich dadurch auch nicht so verunsichern lassen. Verletzung 5 Tage, wann ist das nächste? 8.3., wann ist denn das ausgeschrieben worden? Ja, das schafft er, das schafft er. Wir haben jetzt Gott sei Dank momentan hier immer wieder eine Woche Pause. Bis hier runter. Ja gut, das geht jetzt komplett durch hier. Das geht jetzt komplett durch. Also die Saison immer jetzt mit Puffer. Und dann kommt aber wahrscheinlich mit sehr, sehr engen Zeitabständen die Meisterrunde. Und ich glaube, so viel kann man schon mal sagen, dass wir da auf jeden Fall dabei sind. Weil 15 Punkte zu verlieren auf Dundee United, glaube ich nicht. Ich glaube, selbst dann wären wir immer noch dabei. Die ersten sechs. Ne, die ersten. Wie war das? Das sind 12, doch, die ersten sechs und die letzten sechs müssten eigentlich gegeneinander spielen. Wenn es so ist. Wie gesagt wohl. Wir gucken mal gerade, dass wir die Leute mal loben hier. Super letztes Spiel für den guten Sam und natürlich auch für Tom. Wo ich das ja wirklich. Ich wollte es ja eigentlich gar nicht machen, habt ihr ja gemerkt, ne? Ich wollte hier normalerweise gar nicht ihn einsetzen. Gott sei Dank habe ich es gemacht. Haben sie über den Schatten gesprungen. Freikarten hat etwas zugelegtes Image. Sollten wir sofort wieder machen. Sollten wir sofort wieder machen gegen Ross County. Ich könnte mal ein bisschen mehr springen lassen, weil das sind wahrscheinlich dann Clubs, wo das Ding eh nicht voll wird. So, ich mag runde Zahlen, von daher 750. Knallen wir da mal drauf. 3 von 4, ne? Ja, das könnte besser sein. Die haben wir aber auch nur dieses Jahr. Also danach können wir neu verhandeln. Ich hoffe natürlich dann mit der sportlichen Qualifizierung für Europa, dass wir dann auch finanziell mitspielen dürfen. Und ich erwähne das momentan so oft, weil es halt immer näher kommt. Das rückt immer näher. Wir haben, glaube ich, Anfang April die zumindest vorläufigen Ergebnisse für die Lizenzierung. Marktwert. Wir können mal nach der Stärke ist es, glaube ich, schon sortiert worden. Marktwert. Fernandinho und Yaya Touré für Manchester City verlängert. Sakho und Joe Allen für Liverpool. Und Gael Clichy für City. Und dann wieder einer von Liverpool. Also haben die in England Angst, dass sie die Leute wegrennen oder was? Vor allem da im Nordwesten Englands, Liverpool, Manchester. Autosave. Und dann wartet Inverness. Ich muss mal gucken, da wir jetzt so viel Platz haben zwischen den Spielen, das könnte man dann nutzen. Vielleicht dann unter der Woche mal irgendwas machen, essen gehen und so weiter, dass man vielleicht ein bisschen aufbauen kann. Ich habe auch gelesen, dass ich ein Kurztrainingslager ansetzen soll. Das würde ich auch gerne machen, allerdings erst dann, wenn es wirklich ernst wird. Ne, wenn wir in Richtung Meisterrunde kommen. Weil ich glaube, da habe ich ja schon gesagt, das glaube ich nämlich, dass die
Frequenz dann sehr, sehr hoch sein wird. Die Fußball-WM 2014 Brasilien, das sind die qualifizierten Mannschaften aus Asien, Afrika, Ozeanien und Nord- und Mittelamerika. Haiti ist dabei. Katar hat sich qualifiziert. Das sind zumindest, und Neuseeland für Ozeanien. Das sind so vielleicht die Überraschungen. Nicht schlecht. Ja, ich finde es ein bisschen doof, dass Australien bei Asien mitspielt, weil sie eigentlich gar nicht dazugehört. Ja, normalerweise wäre hier dann immer bei Ozeanien halt Australien wahrscheinlich gesetzt. Und so ist es halt schöner, dass dann auch mal andere mitkommen. Das ist halt dann das Positive daran. Das sind die europäischen Teams, die qualifiziert sind. Ich bin gespannt, ob hier im Let's Play auch Deutschland den Titel holen wird. Wie es ja Gott sei Dank in der Realität gekommen ist. Ist hier irgendjemand nicht dabei? Also die Engländer sehe ich. Franzosen sind nicht dabei. Ne, Frankreich ist nicht dabei. Also ich sehe Spanien. Ich sehe Italien. Ich sehe die Holländer, Portugal. Die Schweiz ist dabei. Belgien. Also es scheint wirklich so zu sein, dass die Franzosen als einzige große Nation hier nicht mitmachen dürfen. Russland ist auch dabei. Also gut, Russland ist jetzt die nächste WM natürlich auch dabei, 2018, was die eigene ist. Aber hier konnte man sich auch qualifizieren. Und man kann eigentlich fast sagen, die typischen Mannschaften, die hier sich für Südamerika qualifiziert haben. Die großen beiden, Chile, Kolumbien, Uruguay und Venezuela. Das kennt man ja nicht anders. Man kann höchstens noch sagen, Venezuela ist halt jetzt da im Wechsel mit Ecuador unterwegs. Und die waren ja bei der 14er, glaube ich, dabei. Ja. In der Realität. Ja, und da kommt die Auslosung. Ich kann schnell machen, das Ding. Das interessiert uns ja eigentlich nicht so wirklich, wenn man in Deutschland drin steckt. Mit Südkorea, mit Senegal und Schottland. Also das ist eine Gruppe, wo nur Mannschaften mitspielen, die mit S anfangen. Deutschland ist die Ausnahme. Ist natürlich klar, dass wo du da landen musst. Das ist eine absolute Muss-Gruppe. Tabellenplatz 1. Kumis ist wieder fit. Irgendwann ist es 9. Die sollten aber natürlich trotzdem aufgrund der letzten Partie, ich glaube nämlich, dass es ein Erfolg war, wenn Gummis schon, nicht Gummis, Öztürk, wenn der dann der 11. des Tages ist, heißt es ja normalerweise, dass zumindest ein Abwehrspieler eine gute Leistung vollbracht hat und somit das Ergebnis gestimmt hat. Ich habe es überflogen, natürlich eben, aber ich weiß nicht mehr genau, wie die gespielt haben, könnten wir noch nachgucken. Petean ist der Senkrechtstarter, 7% an Plus, McKay mit 5%. Das sind die einzigen, die hier aufgeführt werden. Sehr, sehr junge Spieler. Einer der Gunnar Nielsen ist 27. Vom FC Motherwell. Ist das nicht sogar einer von den Färöerinseln? Torwart? Ja, der Nationaltorwart von denen. Ansonsten, ich würde mal sagen U23. Hasselbank, Richards, alles sonst darunter. Und Phil Clark und eben Pedro Petean sind die Küken dieser Datenbank. So, da sind wir an... Ne, warte mal, wo haben wir denn letztens gespielt? Waren die das, wo wir im Pokal unterwegs waren? Tarlok Caledonian Stadium. Ich glaube, das müsste das gewesen sein. Nominell die 6. stärkste Mannschaft, wie die 3. stärkste Differenz von 11 Punkten. Saison hat sich nicht geändert. 3 Sterne nur. Form ist nach wie vor grottig, auch wenn wir gewonnen haben. Die letzte Partie. Man darf, glaube ich, ganz guter Dinge sein, wenn man mal guckt. Also wir konnten aus 25 Spielen zumindest 21 so gestalten, dass wir nicht verloren haben. Und bei Inverness sah es so aus, dass wir da 11 nicht verloren haben. Also das schaut auch nicht so aussichtslos aus. Celtic zu Hause gegen St. Mirren. Also da auch nicht unbedingt die allzu große Hoffnung, dass da Punkte liegen bleiben. Kilmarnock gegen Ross County, Spiel 3. Und jetzt geht es natürlich darum, wie stellt man diese Mannschaft ein? Im Grunde haben wir Möglichkeiten natürlich von der Bank. Wir könnten Gordon einsetzen. Vielleicht für McKay. Die Gelbsperre, ne? Aber gut, die muss er normalerweise irgendwie mal wegkriegen, dass er da für die Meisterrunde eben nicht gefährdet ist. Aber was auf jeden Fall klar ist, dass Taiwo heute beginnt. Haben wir eine tolle Offensive da vorne. Taiwo mit Topform und Robinson. 67er Stärke, so schnell geht das. Ne, angefressen von wegen, hier, ich verdiene zu wenig. Und dann innerhalb von, wie viele Minuten hat er bekommen? 20 plus, wahrscheinlich 25. Danach sieht die Welt ganz anders aus. Gummis steht hier drin, 10er Form. Buaben hat auch eine 10er Form. Ich würde aber sagen, da der 2 Punkte stärker ist, werden wir Buaben einsetzen. Der Rest
ja, nicht so wirklich wie möglich. Patterson. Patterson soll rein, ja. Eckersley. Ja, den Captain, der soll schon mitspielen. Also ich denke mal, für die Auswärtsspiele müssen wir auf alle Fälle dann so agieren. Zu Hause kannst du das vielleicht mal eher machen, dass du dem Adam Eckersley mal eine Pause gibst. Aber so, dann weiß man nicht, woran es liegt. Wenn ich das jetzt mache, dann heißt es so von wegen, nö. Ist ja klar, man kann eben nicht hier ohne Erfahrung spielen. Ohne Kapitän auflaufen, dann hoffen, dass man das Spiel gewinnt. Nicht in so einer Phase, wo halt wirklich die Mannschaft selbst realisieren musste, dass eben nicht alles von selber läuft und die Verunsicherung so ein bisschen da ist. Wenn alles wirklich auf Folge 7 schwebt, dann kannst du im Prinzip alles machen. Ne? Und selbst wenn du dann mal bei der Entscheidung nicht so glücklich warst, dann hilft oft das Glück eben nach. Aber das möchte ich mir momentan da nicht unbedingt auf die Fahnen schreiben, weil ich daran nicht glaube. Natürlich war das eine super Reaktion von der Mannschaft, nach zweimaligem Ausgleichen des Gegners das Ding trotzdem zu gewinnen. Und es war auch gut, dass wir das gemacht haben, dann auch für den Kollegen Alexander, dass da eben nicht sein Fehler nachhängt noch, so von wegen, ja, jetzt haben wir noch mehr Punkte verloren und Celtic ist jetzt schon 3 Punkte Minimum weg. Das ist schon wichtig gewesen. So, die Team Dynamic 245 kann ich so stehen lassen. Patterson, dem sagen wir jetzt mal, dass der im nächsten Spiel von Anfang an dabei ist. Und das werden wir auch bei Taiwo machen, wenn es geht. Super vorm Ball spielst du. Ja. 11 von 15. Ich sehe jetzt gerade den Sinn da nicht so drin, warum ich das sagen sollte. Bald spielst du, wenn er dann wirklich dann schon im nächsten Spiel von Beginn an aufläuft. Das ist wahrscheinlich eher so wie die Spieler gedacht, die im Training reinhauen und eine gute Form haben, da kannst du ihm das halt sagen und so für Jugendspieler vielleicht, die herangeführt werden. Man weiß es nicht genau. So, jetzt will ich mal gerade überlegen. Wir gucken mal in den Kalender rein. Ich kann es noch nie sehen, wo jetzt eben diese Meisterrunde stattfindet. Aber hier ist gegen St. Johnstone eben der letzte Spieltag, dass man eben mal guckt, dass man vielleicht dann irgendwo hier zwischen, na, vor diesem Spiel, dass man da vielleicht ein Kurztrainingslager mal ansetzt. Aber ich will es nicht jetzt hier schon eintragen. Es kann ja sein, dass wir die nächsten Spiele alle verlieren. Da muss ich natürlich früher machen. Aber solange wir auf Kurs bleiben, versuche ich das halt rauszuzögern. Wie es irgendwie geht. Da sind wir jetzt. Es sieht schon, das ist noch einiges. Ich guck mal, was geht denn hier noch? Sponsorentag ist Quatsch. Probetrainingstag haben wir noch gar nicht gemacht, ne? Den haben wir noch gar nicht gemacht. Spieleraussprache muss ich auch noch gucken, dass das mal geht. Aber ich glaube, das hatten wir schon mal probiert. Kann ja sein, dass da irgend so eine Pfeife dabei ist, der zumindest ein bisschen besser ist als die anderen Pfeifen, den man verpflichten könnte. Ansonsten, ja. Bei den Scouts, ne? Ein Kommentar habe ich bekommen. Schau doch mal, dass du vielleicht Jugendspieler scouten lässt. Einfach mal einen rausschickst, der in Schottland eben rumrennt und sich junge Talente krallt und die so ein bisschen auswertet. Würde ich auch ganz gerne irgendwann mal machen, nur momentan ist es Käse, weil wir können eh keinen von denen holen. Da bringt's nichts, ne? Und dafür dann, also zumindest wir können die nicht holen, wenn die bei anderen Vereinen sind, die abwerben. Wenn jetzt hier einer rumrennt, der hier, ne, der zum Beispiel beim Cageball ist und der denkt sich, oh, der da sieht ganz gut aus und schleppt den ran, den können wir verpflichten, aber nicht von anderen Vereinen, das geht nicht. Deswegen also der Tipp, der ist nicht weg, ne, bedanke mich dafür, das wird auf alle Fälle mit reingenommen, sobald es möglich ist, wenn wir hoffentlich wieder irgendwo auch Verpflichtungen machen dürfen. Nur momentan geht's halt nicht, ne. Das ist eben das Problem. So, Taktik. Abschließend. Auswärtsspiel. Ja, man sagt ja immer so ganz gerne, never change a winning team oder system. Wenn ich jetzt hier wieder runtergehe und die vorsichtiger spielen, kann es ja halt sein, dass das wieder insgesamt sich aufs Spiel auswirkt, negativ. Deswegen lasse ich das. Ich lasse es alles genauso stehen. Wenn es halt nicht läuft, müssen wir ändern. Dann muss man halt was probieren. Aber solange das so ist, auch in der Flankenhöhe, wird das jetzt nicht angetastet. Denn wir haben jetzt natürlich auch gegen Celtic, gegen den absoluten Top-Verein überhaupt verloren. Die uns aber sowas von überlegen waren. All over us, wie man so schön sagt. Das wird uns jetzt nicht mehr so oft passieren bei den Clubs, die wir jetzt hier haben. Was natürlich nicht heißen soll, dass man die unterschätzen sollte. Foran und McKay, das waren zwei von den 4 Spielern, die in der Elf des Tages waren. Das da ist der 3. Alim Öztürk. Den 4. weiß ich gar nicht mehr. Doch, der hier. Graham Shinney. Da waren noch die 4 Kandidaten. Also vorne 2, hinten 2. Müsste jetzt normalerweise heißen,
die sind überall gut. Und wir müssen eben immer noch besser sein. Ne? Wir müssen immer noch besser sein. Wie sind denn die Stürmer? Der ist nicht so schnell, der Foreign. McKay auch nicht. Also ich denke mal, dann ist es okay, wenn ich das jetzt gerade mal 1:1 umsetze, was mir geschrieben wurde. Ich glaube, Oliver heißt da. Ich bin mir nicht sicher. Kann auch jetzt komplett in die Tonne gegriffen worden sein. Der gesagt hat, dass man eben ja, in so Fällen, wo halt der Gegner wirklich sehr, sehr spielstark ist und im Mittelfeld ein Mann ist, der gut Bälle verteilt, die Stürmer schnell sind, dass man da vielleicht ein bisschen tiefer stehen sollte. Ich denke mal jetzt, wenn man das heute mal darauf eben bezieht, geht es, ne, gegen die Angreifer von Inverness. Spiel findet auswärts statt. Und wir wollen natürlich weiterhin den großen Club aus der Stadt Glasgow ärgern und dranbleiben, dass die halt unseren heißen Atem da im Nacken haben. Mal schauen, ob sich das umsetzen lässt, Leute. Bis denne. Ciao, ciao.